Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 8. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 710 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Signal, Surface Buds, Spotify versteht Siri und Catalina. Als erstes beginne ich mit Signal, dem sicheren Messenger für diverse Plattformen. Der hat jetzt eine Sicherheitslücke. Entdeckt hat das Google Zero irgendwas Team, Project Zero Team, genau das war es, die ja immer wieder mal Sicherheitslücken auf diversen Plattformen entdecken und diversen Diensten etc. Und einen solchen haben sie jetzt eben in der Android-Version vom Signal Messenger gefunden. Ein kleiner, vielleicht ganz kurz, um was es geht. Man kann ihn grob gesagt einen Anruf initiieren und jemanden abhören, der den Anruf gar nicht entgegengenommen hat. Ein Ding, das man ziemlich schnell fixen sollte und ja, wenn da ein Update kommt, solltet ihr es unbedingt installieren, würde ich doch sagen. Weiter geht's mit den Surface Buds, besser gesagt. Microsoft hat die vorgestellt und der Sänger und Digitalmensch Will.i.am ist jetzt sauer auf Microsoft. Zum einen, weil die Dinge anscheinend nach seiner Meinung ähnlich seinen eigenen ausschauen und vor allem, weil sie weiß sind und nicht schwarz und von einem weißen Gigant vorgestellt wurde und nicht von einem schwarzen Startup. Die ganze Geschichte in unseren Shownotes verlinkt zum Nachlesen. Wir gehen weiter zu einem Update, das viele freuen wird, die Spotify unter iOS nutzen werden oder tun, besser gesagt. Das Ganze lässt sich jetzt mit Siri befeuern. Das heißt, Siri, spiel mir bitte XY auf Spotify ab und solche Dinge, die gehen in Zukunft. Toll ist ein Teil der iOS 13 Reihe. Apple hat da ja diverse Dinge geöffnet, unter anderem das Siri Framework Kit für Musik, Podcasts und Hörbücher sowie Radio-Apps, also eben von Drittanbietern vor allem geöffnet. Das heißt, ein jeder der aufgezählten Apps, die es in dem Bereich gibt, könnte man in Zukunft mit Siri ansprechen, sofern der jeweilige Entwickler das Ganze natürlich implementiert. Da darf man sich drauf freuen, auf was man sich auch freuen darf als Spotify-Kunde. Es gibt jetzt eine Apple TV-App für Spotify. Zu guter Letzt ein Update. Solltet ihr auch bald tun, machen können, wollen, wie auch immer, auf das nächste macOS. 10.15 ist endlich da. Apple hat versprochen, im Oktober kommt es. Wir haben alle gedacht, es kommt Ende Oktober. Nee, ist nicht so. Am 7. Oktober, gestern Abend, kam das Ganze überraschend online. Und ja, man kann es runterladen. Aber kleiner Hinweis vor, macht ein Backup und noch viel wichtiger, schaut mal irgendwo nach in diesem Internet, es gibt ja diverse Seiten, welche der Apps, die ihr nutzt und auf die ihr angewiesen seid, überhaupt schon kompatibel zu Catalina sind und oder ohne Probleme laufen, denn ja, so einfach ist das ja nicht, wie immer oder wie ihr wisst. Für all diejenigen, die die Erinnerungen-App nutzen auf iOS und macOS, die werden sich darüber freuen, denn jetzt sind die beiden Apps wieder auf der gleichen Linie und sie können zusammen genutzt werden. Zwei meiner Maschinen haben das Update schon. Da läuft das, wie es soll. Der Podcast-Rechner habe ich noch nicht geupdatet, denn ich bin nicht ganz sicher, ob die Audacity-Software sauber läuft. Das werde ich zuerst an den, wie vorher schon angesprochen, beiden Maschinen ausgiebig austesten, bevor ich dann da auch noch update. Das war's mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Euch noch einen schönen Start in den Tag, aber auch einen schönen Start durch den Tag, einen schönen Tag, viel Erfolg und ja, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.